Chapeau, hieß es in Waidhofen an der Ips beim Festival der Gaukler. Das beeindruckende Spektakel fand im Rahmen des Viertelfestivals Niederösterreich statt. Das Stadtmarketing hat in Kooperation mit der Stadt ein buntes Programm organisiert und das aus einem guten Grund, denn auch in der Stadt gibt es so manche Artisten. Es hat ungefähr vor 20 Jahren einen Jonglierverein oder Sektion Jonglieren gegeben in der Sportunion und aus der Zeit raus gibt es so eine Szene in Waidhofen. Es war mal Waidhofen die Stadt mit der höchsten Dichte an Jongleuren in Österreich. Das passt natürlich wunderbar zusammen, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben uns ja schon lange mit dieser Idee getragen, dass wir hier Straßenkünstler mal wirklich einen breiten Raum bieten wollen. Und ja, heute ist es soweit. Straßenkunst ist kreativ, inspirierend, oft skurril, kann die Lachmuskeln trainieren und den Atem rauben. Rund 16 KünstlerInnen aus aller Welt präsentierten hier in 2 Tagen ein vielseitiges Spektakel, gespickt mit vielen Wow-Momenten. Wir sind Surprise Effect. Was machen wir? Eine große Show für euch und für diese schöne Kamera. Was sind wir? Wir sind eine Gruppe von Breakdancern. Wir machen viel Akrobatik, wir lernen auch Comedy-Skills und machen jetzt eine Show mit Comedy, Akrobatik und Breakdance. Also ein großer Mix. Neben den vielen Show-Acts gab es unter anderem ein unterhaltsames Kinderprogramm und auch die waschechten Gaukler kamen im wahrsten Sinn des Wortes nicht zu kurz. Gaukler sind Spaßmacher, sind eigentlich, waren schon immer die wichtigsten Beratschlager im Königreich. Der Hofnarr und der Gaukler. Was an diesem Beruf Spaß macht, konnten die Artisten zusammenfassend erklären. Einfach alles. Leute zu begeistern. Ja, ich würde dasselbe sagen. Besondere Momente mit Leuten zu teilen, überall auf der Welt. Überall, wo wir hinkommen und die Verbindung zwischen dem Künstler und dem Publikum. Warum Gaukler? Weil es das Allerschönste ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Und das ist den Artisten in Waidhofen allemal gelungen. Die Illusion, das ist doch etwas, das uns alle irgendwo betrifft. Ist doch etwas Schönes, wenn man abseits des Lebens, das vielleicht manchmal sehr viel Müden mit sich bringt, dass man sich in eine Illusionswelt hineinversetzen kann und wenn einem jemand etwas vorgaukelt, das natürlich nicht bösartig sein soll. Wer sich auch selbst einmal als Artist versuchen möchte, wird in Waidhofen bald die Möglichkeit dazu bekommen. Jetzt sind wir seit mittlerweile wieder 2 Jahren in Waidhofen und jetzt werden wir wieder in Waidhofen die Zirkusszene wieder ein bisschen anheizen. Und es gibt aus dem Grund schon den Verein Zirkus Augustine. Das wird ein Zirkusverein für Kinder. Der wird wahrscheinlich so Ende des Jahres seine Pforten unter der Burg eröffnen. Und wer weiß, vielleicht sind beim nächsten Festival der Gaukler schon einige bekannte Gesichter mehr dabei.